Ahoi und Tag gesagt. Anfang Juni habe ich euch meine Nashornkäferlarven gezeigt, Oryctes monoceres. Mitte September dann habe ich die erste Puppe im losen Substrat entdeckt. Diese lag so in der Erde. Eine Puppenwiege dazu habe ich nicht gefunden. Jetzt Anfang November also, hier der erste Kokosnusskäfer. Die Ernährung der adulten Tiere ist bisher nicht ganz aufgeklärt. Wenn sie in ihrem kurzen Leben überhaupt Nahrung aufnehmen, ernähren sie sich vermutlich von Baumsäften. Im Terrarium kann man Honig, Ahornsirup und Beetle Jelly anbieten. Ein erwachsener Nashornkäfer lebt etwa 4 bis 6 Wochen. Die Entwicklung vom Ei bis zum adulten Käfer dauert hingegen bis zu 5 Jahre, bestehend aus 3 Larvenstadien und einer Verpuppung im Kokon. Der Nashornkäfer ist mit Mai- und Rosenkäfern verwandt. Sie alle gehören zu der Gruppe der Blatthornkäfer. Das erkennt man an den blattförmig verdickten Fühlerenden. Bei dem Käfer hier handelt es sich um den Kokosnusskäfer. Der ist in Afrika weit verbreitet. Von der Puppe hier ist jedenfalls nicht sehr viel übrig geblieben. Ich konnte ja 3 dieser Larven erwerben. Das Männchen hat leider das Puppenstadion nicht überstanden. Mir bleiben also diese 2 weiblichen Käfer und somit wenig Erfolg auf Nachzucht. Das war ein kurzes Update von mir. Ich sage danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und gespannt. Bis zum nächsten Mal.